Raus geht es wieder. Die Monster-Jungs vorneweg. Turi auf der vierten Position. Kann dort innen die Kurve halten. Aber sollten wir wirklich Geschichte schreiben hier in Dortmund, dass wir einen König und einen Prinz aus Deutschland hier heute ernennen können. Und Turi ist hier wirklich heiß wie Frittenfett, das sehen wir. Er muss hier an Jaulin vorbei. Mailat, er auf der ersten Position, das heißt dreimal Monster Fall Kawasaki auf den ersten Positionen. Und Turi, der braucht hier wirklich jeden einzelnen Punkt, damit er das Ding hier eventuell gewinnt. Die Gesamtwertung habe ich nicht 100% im Kopf. Jetzt fährt er da gegen seine Teampartner rein. Turi vorbei. Der will das Ding hier machen. Er will Prinz von Dortmund werden. Und das wäre ihm wirklich zu wünschen. Hält sich nicht lange auf. Hoffentlich kann er da auf dem Bike bleiben. Turi jetzt erstmal sicher Zweiter. Mailat vorne. Und ich schaue hier in die Gesamtwertung. Mailat, das könnte reichen für Turi, wenn er auf der zweiten Position bleibt. 20 Punkte für den Zweiten. 25 Punkte für den Ersten. Und Turi hat 10 Punkte Vorsprung. Also das kann eine ganz, ganz enge Sache werden. Aber Turi, der will sich nicht mit dem zweiten Platz hier zufrieden geben. Der greift hier den eigenen Teamkollegen, den Franzosen an. Feuert ihn mal ein bisschen an, macht Turi mal ein bisschen heiß hier. Der will hier Geschichte schreiben. Was gibt denn der für ein Speed hier heute? Nick Turi, das gibt's ja nicht. Fährt hier nicht auf Sicherheit, gibt alles und will euch hier eine Riesenshow bieten. Bleibt drauf, Turi! Mann, 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 Mann. Schmeißt das Ding nicht weg hier. Der ist wirklich überheiß. Turi setzt alles, gibt sich hier nicht mit dem zweiten Platz zufrieden. Und jetzt von hinten. Oh! Riesenheißheiter hier vorne. Aber der Fahrer ist okay, sieht alles gut aus. Mann, 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 Mann. Was ist hier schon wieder für ein Feuer in diesem Race? Nick Covenberg, weggeflogen hier, Frontflip am Doppelsprung. Aber alles okay. Wir schauen da hinten auf Turi. Der Monster-Dreierpack. Also, das hier. Covenberg, der Niederländer, noch auf dem Bike ist. Das ist für mich ein absolutes Wunder. Aber vorne, Turi wieder ran. Die drei Fallpiloten schenken sich nichts. Das ist Racing vom Allerfeinsten außenrum. Turi, komm, Nick. Oh, Fehler. Was ist denn hier los? Macht mal ein bisschen Lärm hier für Nick Turi. Der fightet hier um den Sieg in der kleinen Klasse. Wieder Waschbrett. Bleibt drauf. Schaut euch das an. Jung, 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 jung. Unglaublich tolles Racing. Jetzt von hinten. Kann er das schaffen? Zwei Runden noch. Gleich die weiße Flagge raus. Mann, was fightet der? Bleib auf deinem Bike sitzen, Turi. Das ist ja wirklich ein unglaublich spannendes Rennen. Letzte Runde. Das könnte Mailat zu Ende fahren. Turi wieder ins Waschbrett rein. Mailat rum. Der Crashpilot muss Platz machen. Und wirklich im Dreierpack hier. Innen rein nochmal, Turi schließt wieder die Lücke, außen kommt nochmal Joulin herangeflogen, Turi, nein! Was ist da los? Oh Mann! Das
Also wir kommen zur Siegerehrung in der Klasse SX2. Und da begrüßen wir als erstes auf dem dritten Platz, macht ein bisschen Lärm, für Dominik Thury. Zweiter Platz, erstmal natürlich den Pokal hier oben an Dominik Thury, der hier unglaublich gefightet und gekämpft hat. Wirklich ein absolut tolles Rennen. Der zweite Platz geht ebenfalls an das Monster Energy Kawasaki Elf Fight Team, Julian Sullivan. Das grüne Glück hier oben zu komplettieren, begrüßen wir den Sieger, der natürlich hier ebenfalls von euch einen riesen Applaus verdient hat. Macht ein bisschen Lärm für Boris Meiler! Zeit für Champagne Shower und nochmal für unsere Sieger der SX2 Klasse ein riesen Applaus. Pokal für den Prinzen von Dortmund. Nochmal einen riesen Applaus hier an Julian Sullivan. Und der Prinz fährt dieses Jahr mit einer neuen Husqvarna nach Hause. Überreicht bekommt er sein Motorrad von Felice Salerno. Riesenapplaus für den neuen Besitzer der Husqvarna.